Moin, moin. Mein Name ist Lord Vader und mit mir spielt... Nein. Lord Helmchen! Ich geb dir Lord Helmchen. Nee, aber wir haben jetzt mal andere Rüstung angezogen. Die hat Mathilde schon irgendwie längere Zeit vorbereitet. Und was wir jetzt erst gesehen haben, dass die halt auch zwei, also nicht nur einen Schutz für Kälte, sondern zwei auch für gegen Wärme bietet. Und ich glaube, das habe ich schon mehr als einmal erwähnt. Ich habe die uns ja eigentlich extra gebaut, damit wir die für den Vulkan haben. Ach so, so war das. Aber die hätten doch schon längst Feuer benutzen können. Die war doch jetzt schon länger fertig. Nee, nicht komplett. Naja. Die Stiefel hatten noch gefehlt. Ach, scheiß auf die Stiefel. Hätte man den Rest schon tragen können. Vor allem ist der Helm voll cool. Der Helm ist voll cool. Ja gut, der von Nein-Nein ist auch ganz cool. Aber den mag ich lieber hier. So. Wo geht's denn heute hin, Mathilde? Blub, blub. Blub, blub. Wir machen blub, jetzt... Blub. Wir sind jetzt Fische. Blub, blub. Blub, blub. Wir waren zwar schon mal bei blub, blub, aber wir gehen jetzt doch mal zum blub, blub. Ja, wir waren nicht komplett bei blub, blub, ne? Wir sind da am Tag abgebrochen, oder nicht? Ja, weil wir zu viel auf die Nase gekriegt haben. Ja, vielleicht wird's ja heute weniger. Ich hoffe es. Und ich hoffe nicht, dass Imhotep stirbt. Nein, nein, auf keinen Fall. Heißt ja auch schon, nein, nein. Genau, weil, dann höre ich auf, das Spiel zu spielen. Wenn Nein, nein stirbt. Ja. Ist jetzt ein langer Begleiter von mir, also... Ich kann es verstehen, dass du an Nein-Nein hängst. Ich weiß nicht, aber ich glaube, der könnte sogar eine kleiner Wurm überholt haben, oder? Kleiner Wurm lebt noch. War der nicht tot? Nein, kleiner Wurm ist noch am Leben. Hä? Sicher? Ja. Ich bin vorhin noch an ihm vorbeigelaufen. Ich habe doch irgendwie vor ein, zwei Folgen ein Schild für den gebastelt. Kleiner Wurm? Ja. Nein, das war für irgendwen anders. Nein, für kleinen Wurm. Habe ich auch ein Schildchen gemacht. Aber ich habe hier ein kleiner Wurm noch bei den getreuen Verwaltungen. Da steht kleiner Wurm hier noch. Kleiner Wurm ist noch da. Oh. Ich dachte, er wäre tot. Nein. Wieso habe ich den kleinen Wurm nicht mehr genommen? Das weiß ich nicht. Wieso habe ich kleiner Wurm nicht genommen? Kleiner Wurm ist Stufe 13. Oh. Ja, der ist voll cool. Na egal, jetzt habe ich Imhotep. Ja, wenn ich den Namen schon höre, könnte ich kotzen. Imhotep. Ich mochte den Film. Nein, nein hat Level 99. Nein, nein hat Level 14. Wo steht das? Guck mal bei den Getreuen, mein Pupsi. Ich guck falsch, ne? Ja. Okay, da steht's. Aber bei Nein Nein stand gerade Nein Nein. Aber ja, er hat einen kleinen Wurm überholt. Der Heinrich. Was? Kannst du auch einfach nur ins Inventar schauen und dann steht da direkt unter den Namen die Stufe. Ach, da war's. Ja, ich war gerade woanders bei seinen Werten. Ich dachte, es steht bei den Werten, aber nein. Warum hast du Zielwasser, Junge? Ich komm zu. Mein Typ, der kann mit einem Bogen umgehen. Warum? Der hat doch nie einen Bogen in der Hand gehabt, der Typ. Und ich heile Scheiße. So, wo bist du denn? Ich sehe deinen Namen nicht. Ach, wir sind ja nicht bei Grounded. Ach komm, hör auf. Dann muss ich auf die Karte gucken. Ich suche gerade deinen Namen. Wird mir nicht aufgeblinkt. Wo sind wir denn hier überhaupt? Sehen wir uns am Fluss oder soll ich auf dich warten? Ja, du bist ja schon wieder 50 Meter weiter gelaufen. Ja, irgendwie ja, ich ist. Muss da gucken. Ist aber wirklich uncool, dass es, dass das Conan nicht hinkriegt, ne? Dass man. Das finde ich schade. Ich finde das nämlich auch sehr praktisch bei Grounded. So, und ich will noch ein bisschen kloppen, damit Imhotep noch ein bisschen Training bekommt. Ach, das bisschen da. Nee, gegen die kämpfe ich nicht. Nee. Nö, nö, nö.
Nicht gegen die Scheißdinger. Dann laufen wir direkt in den Fluss. Nee, Gorillas sind von Aussterben bedroht. Mach ich auch nicht. Nö, nö, nö. Heute nicht. Ich gebe euch nochmal einen Tag zum Fortpflanzen. So, irgendwie war, meine ich, dieses Bötlein. Das muss hier irgendwo gewesen sein. Nein, wir gehen jetzt nicht auf Goldstaubsuche. Dass das Boot hier war. Ich habe das nicht so in Erinnerung, dass das hier irgendwo vor Anker lag. Oder war das im Hafen? Gute Frage. Das ist schon 20 Folgen gefühlt her. Ah, ich glaube, das war... Gucken wir mal erstmal zum Hafen. Kann auch sein, dass ich bei den Docks von Excel H war. Dann müssten wir genau nochmal in die andere Richtung laufen. Ah, das Gute ist, dann können wir dem Fluss folgen. Wir finden das Boot schon. Ach, scheiß Koko. Ja, ich glaube, wir müssen wieder zurück. Cool. Ja. Hätte hier auch mal auf der Karte stehen können, das scheiß Boot. Hier Boot. Am besten noch mit so einer Neon-Leuchtreklame. Hier Boot zum Mieten. Dann lass doch mal die armen Tiere in Ruhe. Ich renne hier nur lang. Dann ist das ein Agro-Imotep. Irgendwie Scheißwetter. Hier regnet es immer. Ist jetzt noch nicht gut. Ach, ich weiß. Es ist wie bei Star Wars. Ja, es gibt auch Wüstenplaneten und hier haben wir halt ein Dschungelbiom, wo es immer regnet. Darauf wollte ich hinaus. Bei Star Wars wäre das jetzt der Dschungelregenplanet. Gerade voll dumm, weil ich dieses scheiß verfickte nicht. Ich glaube, ich war letztes Mal auch gar nicht dabei, ne? Natürlich. Sicher? Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich glaube, wir müssen doch woanders sein. Oh Mann, oh. Ich kann mich nicht daran erinnern. Wo war dieses verkackte Boot? War das doch beim großen Hafen? Ich weiß es nicht mehr. Mano! Irgendwo war so eine dämliche kleine Nussschale, in die man einsteigen konnte. Dann kommen wir nochmal zum großen Hafen. Ich sag, es tut mir auch gerade ein bisschen leid, weil ich bin gefühlt hier zigtausendmal schon dran vorbeigelaufen an diesem dämlichen Boot. Das Boot. Was ist denn mit dem Strand? Ich hab es, ich hab es, ich hab es.
Wo denn? Wo denn? Direkt da, wo ich stehe. Ja, wo stehst du denn? Also doch im Hafen. Ja. Ach, daran kann ich mich erinnern. Ja, jetzt wo ich sehe. Hier die ganze Zeit und der kommt nur an, macht, drückt einmal auf E und schwupps ist er weg. Oh, sorry. Wir müssen uns jetzt sowieso hier erstmal durchkloppen. Gab's denn nicht auch Affen oder so? Ich glaube Menschen waren das. Ah, Menschen, da habe ich kein Problem mit. War ja auch schon mal einen größeren Kampf oder einen stärkeren Gegner. Hier da die Fuzzis. No closer. Autschi! Ach, hier ist ja gar nicht rechts verteidigen. Oh. Nee, man muss erstmal wieder ein Spiel finden, finde ich auch. Verteidigen. Das ist kein Witcher. Ja, es ist auch kein Grounded. Ja, es ist immer so ein Ding, weil man halt unterschiedliche Spiele immer spielt, ne? Ach, ich sage, es ist Hammer Time. Ich war eine Hammer mal, ich schau mir das da an. Du machst Eier schaukeln. Ja, ich lass das da unsere Jungs machen. Das sind die richtigen. Jetzt ist er tot, ja. Ist er denn nicht hinkommen? Er hat Plumps gemacht. Wollen wir hier nochmal interagieren oder direkt weitergehen? Jetzt kannst du nur interagieren. Omnibus Copernicus. Du hast neues Talent gelernt. Hatte ich das nicht schon? Weiß nicht, was sind das denn? Ich habe irgendwas, habe ich schon vergessen. Ich sag, wir gehen weiter. Komm doch jetzt hier gleich auf. Ich lerne nichts, ich bin zu dumm. Ja, hast du es wahrscheinlich aber gemacht. Wir müssen hier eben in die Stadt gehen. Kommen hier nicht gleich irgendwie Leute? So, wow, Attacke oder nicht? Nackige Kultisten. Die sind doch angezogen. Ach so, nee, stimmt, die hat kein Oberteil an. Die muss doch frieren. Wir sind im Dschungel, hier dürfte es relativ warm sein. Ah, stimmt, da gibt's keine steifen Nippel. Kein Nippelgate. Ach, Herzen sammeln? Ach nee, aber ich will keine Lust zu. Heute nicht. Jo, dann würde ich mal sagen, setzen wir unsere Masken auf. Passen voll gut zum Outfit. Hm. Ach ja, die passen gar nicht zum Outfit. Ich muss meinen scheiß Helm ab ausziehen. Oh, oh, Goldstaub. Juhu! Oh, schnell Krabbel. Juhu! Thank you.
Kann man die Rüstung unten in die Taskleiste Leiste ziehen? Nee, ne? Ich hab's noch nicht probiert. Also hier sind erstmal drei Fuzis. Oh, das geht. Was sind da? Drei Tussis? Upsis. Die sind bestimmt stark, oder? Keine Ahnung. Die sehen noch normal aus. Das Feuer? Ups. Aua, Bogenschütze! Sackgesicht. Deine Mutter war ein Kamel. Weil ich weiß doch, in so einem anderen Eingang war so ein Typ mit einem Dreizack, der uns total aufgerieben hat. Ja, das war Aquaman. Aquaman ist scheiße. Das ist ein wahres Wort. Auch nicht angeschaut. Wir waren noch in den anderen Eingang gegangen und sind dann wieder geflohen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir alle beide damals eine Atemmaske hatten. Ich glaube, ich hatte nur eine. Ich glaube, das war auch das Problem. Weil ich kam, glaube ich, nicht tiefer. Dann habe ich dich machen lassen und habe irgendwas anderes gemacht. Ach ja, am Strand habe ich da die Leute gekillt. Das war's. Du hattest ursprünglich eine Atemmaske, aber dann hat uns da dieser Typ so kaputt gehauen. Ach so, dann kam ich da nicht mehr ran oder so, ne? Genau. Weil ich nicht so tief tauchen konnte oder so. Aber das war schon ziemlich scheiße, ja. Da fällt mir gerade ein, ich habe ziemlich Getränke mitgenommen. Also ich habe 10 Heiltränke mit. Ja, 10 haben letztes Mal nicht geholfen. Ich hatte letztes Mal 20 dabei und viele... auch viele von verbraucht. Gesundheit. Mathilde, Gesundheit. Boah, dankeschön. So, aber ich glaube, hier altes lemurianisches Schwert und den Schild hat man, glaube ich, schon mal gelernt. So, dann geht's weiter. Tauchermaske aktiviert. Also seit dem Update sieht der Leuchtschleim scheiße aus. Ja. Dafür haben wir extra nochmal 60 GB runtergeladen, damit das scheiße aussieht. Ich weiß gar nicht, wie groß jetzt die Installation ist, ob er auch alte Dateien auch gelöscht hat oder entfernt hat, weil die Leute bei Call of Duty haben ja gelernt, kriegen das ja nicht hin. Weil die Leute, die alten Updates auf der PS4 nicht löschen, haben dann irgendwann eine Call of Duty Version mit 120 Terabyte oder eine Gigabyte von uns. Entschuldigung, Terabyte ist ein bisschen viel, aber Gigabyte groß für ein... Bei einem Spiel ist schon echt heftig. Ich glaube, das war der. Ja, der war das. Oh, super, habe ich jetzt echt Bock drauf. Warte, dann nehme ich jetzt aber mal die. Oh Gott, ich dachte gerade, ich habe doch Schlangenpfeile mitgenommen. Icke nicht. Ey, hoffentlich, nein, stirbst du nicht, ne? Also, Jungs, bleibt bei ist uns. Ist deiner da? Ja, alle sind da. Ja, alle da. Ist da. Gut. Feuer. 3, 2, 1, Feuer. Oh, da kommt auf uns zu. Auf die Beine schießen. Ja, das war so ein flinker Otto, ne? Oh, Katze, nein, jetzt nicht. Scheiße, ich treffe nicht. Hier rennt eine Katze vor Bildschirm rum. Schieb sie weg. Oh, ich treffe nicht. Ja, der ist auch ziemlich schlank, also...
Nicht so wie die anderen Gegner, die wir meistens killen. Oh, jetzt rennt auch noch. Jungs, aber ich treff sieht euch. Diesmal gut aus. Ja, irgendwie schon, ne? Haben sie den schwächer gemacht? Ich glaube, sie sind einfach stärker. Alter, sieht ja echt scheiße aus, der Typ. Ja, irgendwie. Erinnert er mich an so einen Typ bei Resident Evil 4? Sieht aus wie der Silver Surfer, bloß nicht wie der Silver Surfer. Also nicht Silber, meine ich. Aua! Jetzt auf die normalen Pfeile wieder. Der ist doch nicht ganz so furchtbar, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Bisher hat er noch nicht ausgeteilt, ne? Nee. Oh oh. Wir müssen nur gucken, dass er irgendwie immer so ein bisschen lahmarschig ist und dann geht das. Allerdings treffe ich den leider nicht, weil immer wenn ich ihn im Blick habe, bewegt er sich oder es rennt jemand dazwischen? Ja, das ist das Problem. Ich meine, unsere Jungs machen das ja sehr souverän. Hammer Time! Oh, ich konnte einen Pfeil rausziehen. Cool. Jetzt ist er gleich tot. Ja. Dann mach ich selber so. Hat er was Schönes? Ne, irgendein Staubscheiß. Eisenbahn und Rohasche. Was ist Rohasche? Rohasche nimm mal mit. Ich wollte eine Pfeile rausziehen, aber. Oh, irgendwie einen neuen alten lemurianischen Dreizack können wir jetzt bauen. Nee, bin ich Aquaman oder was? Bin doch nicht scheiße. Oh, erinnert ihr noch, welche Sklaven hier gestorben sind? Das erinnert ihr euch, ja. Erinnert ja. Esst ein paar Erinnerbären. 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 Wisst ihr noch E.T.? Erinnert ihr E.T.? Ja. Erinnert ihr Indiana Jones? Oh, guck mal, da unten ist auch noch was. Oh, es geht tiefer. Oh, hier sind noch ganz viele Eingänge. Guck mal an. Naja, vielleicht gibt es hier noch ganz viele Arschlöcher mit drei so einem Dreizack. Mm. Und der Leuchtschleim sieht echt scheiße aus. Ja. Pass auf, wenn dann im neuen Update ist, sieht der Leuchtschleim noch gut aus. Okay, hier ist auch so ein großer Fund. Oh, da ist irgendein ganz lustiger Leuchte. Da. Oder warte noch nicht, ich will erstmal einen anderen Helm aufsetzen. Oh ja, danke. Will er nicht mit dem Kackhelm kämpfen? Bin ich denn, ey? Mr. Kackhelm? Der Boden ist etwas schief. Ja, wo sind unsere Leute? Egal, schießen. Weiß ich, wo die sind? Nein, nein! Nein, nein! Nein, nein! Wo bist du, Junge? Komm her! Bei Fuß! Imhotep! Dein Arsch hierher! Ich glaube, es ist Zeit für Giftpfeile. Ich hab nur noch 67. Ja gut, dann machen wir es ohne. Gerade ist er ja ruhig. Ja, schön festgepackt. Bleib mal ruhig, ja? Ich muss jetzt mal kurz Ausdauer regenerieren. Jetzt darfst du aggro werden wieder.
Hat der hier bösere Augen? Das, irgendwie, ne? Der sieht doch irgendwie anders aus als der andere Typ gerade. Sieht auf jeden Fall besser aus als der andere Typ. Ja, der hat hier ein bisschen Textur auf den Rippen. Er mag unsere Pfeile. Ich glaube, Pfeile sind sein Fetisch. Oder benutzen wir hier magische Pfeile, die ihn auf dem Boden halten, so festhalten? Keine Ahnung. Das ist auch ein Staubkörn, über das er nicht rübersteigen kann. Oh, das hatte ich früher bei irgendeinem Spiel. Ich glaube, so ein Gothic 3. Jetzt aber, Nahtime. Nahkampf, jetzt bist du mutig, ja? Doch mal an, das ist voll der lethargische Fuzzi. Oh, der hat wirklich keine Lust. Aber an die Pfeile kommen wir nicht mehr ran, ne? Oh, Gold und Silber. Also dieses Eierding, keine Ahnung, was das sein soll. Leuchtschleim bestimmt, pass auf. Also ich kann es nicht kaputt machen, bestimmt auch ein Grafikbug. Bug. Ah, das ist ja voll die Goldkiste. Bug. Silbermünze. Goldbarren, Silbermünze. Ich hab 27 Goldmünzen und 3 Goldbarren gefunden. Krass. Und da ist noch einer. Also warum hat der hier so viel Gold, hier so viel Kisten? Alter. Und warum? Und wo sind unsere Jungs? Ja. Warum liegt hier kein Stroh? Ach, jetzt ist hinter mir irgendwas aufgetaucht. Irgendeiner. Mal gucken, wo wir hintauchen. Ah, nehmen wir gleich links den nächsten. Ja, Eingang immer das nächste linke. Jetzt kommen wir hier durcheinander, glaube ich. Oh, das sieht aber größer aus. Größere Eingänge bedeuten immer größere Gegner. Ich wette mit dir, die haben den Leuchtschleim extra so scheiße gemacht, damit die Leute sich das Update kaufen. Ui! Der mag keine Fische. Nein. Jo. Wo sind unsere Jungs? Weiß ich nicht. Trauen wir uns? Nein, ich will meine Jungs haben. Da sind irgendwelche... Weil, wenn wir durchgehen, fällt das... Oh, runter. Was? Zecke. Keine Ahnung. Döner. Geht er nicht tot? Ich trau mich nicht rein! Nein, nein! Okay, mein Getreuer ist aufgestiegen, aber wo ist mein Getreuer? Was sind das für Viecher? Weil es wäre nicht weniger, ne? Wollen wir es einfach wagen und da reingehen? Ach, warte, ich nehme eine andere Maske. Ich wechsle meine Maske. Ja, das mach ich gleich nochmal. Die gehörnte Maske des Todes! Du kleiner Penis, oder was du sein sollst. Ach nee, und ich wollte doch die Giftpfeile auswählen. Es kommen immer wieder welche von den Viechern. Das macht, glaube ich, keinen Sinn, die anzugreifen. Oh, ob man da links vielleicht hochkommt? Oh, ich hab schon überlegt. Nee, Pfeil ist Verschwendung. Nein, nein. Oh, der leuchtet. Oh, Emotip ist da. Ich bin überlastet?
Warum das denn? Heuschreckenbrut, ich habe irgendein Kind aufgenommen. Hä? Hey. Ist das hier echt ein Viech hier? Ich hatte irgend so ein kleines gerade aufgenommen, keine Ahnung. Du bist einem unserer Jungs sonst. Aber wo ist denn jetzt. Nee, habe ich schon wieder getötet, aber wo ist nein, nein? Nein, nein! Nee, jetzt kann ich es nicht mehr nehmen. Hm. Wir greifen aber da mal den Anglerfisch langsam an. Viecher nerven nämlich so ein bisschen. Ja, ich versuche trotzdem nochmal hier hochzukommen. Seefischer? Klettern nicht möglich. Ah, schade. Ja, vielleicht kann man jetzt Atemmasken bauen. Ich habe irgendwas interagiert, ich habe keine Ahnung. Ja, mit dieser. So, und ich greife den Typen da jetzt an. Das reicht mir. Okay. Krieg! Helft mir! Ich glaube, der ist auch festgebockt. Doof. War das vor dem Update auch schon so? Keine Ahnung. Sag es uns mal. Oh, warte mal, dann mache ich mal ein schönes Bild, wenn der hier schon so schön festgebacken ist. Ja, dann braucht man ja keine Pfeile benutzen. Okay. Hab ein ganz geiles Bild. Ja, wenn er nichts macht, dann kann man ja Nahkampf. Alles ein bisschen langweilig. Also so gar keine Herausforderung ist auch dumm. Ja, ich hab's mir nicht ausgesucht. Dafür greifen mich hier gerade diese kleinen Viecher an. Wenigstens etwas. Diese Wurmpenisse. Die Wurmpenisse? Ja, keine Ahnung. Seite 1 Folge bei The Boys sehe ich jetzt nur Penisse. Der Emotip. Komm mal hier. Yeah. Weil da hat der eine nämlich eine Fähigkeit und zwar kann er sein, sein Glied so 5 Meter lang machen. So eine Art Tentakel ist das. Und damit greift er die Leute an. Was? Ja! Ich glaube, ich muss die zweite Staffel mal ganz dringend gucken. Das sieht man nicht sofort. Man sieht nur ein paar Mal diese Tentakel kommen und irgendwann sieht man die, dass, nachdem man diesen Typen umgehauen hat, dass sie in seine Hose zurückkreucht. Okay. The Boys, unbedingt gucken. Ist auf jeden Fall besser als Aquaman. Schwer. Denn Aquaman ist scheiße. Aber nicht der Darsteller, der spielt, der ist cool. Jason Momoa oder sowas, ne? Ja. Ist auf jeden Fall lecker anzusehen. Finde ich nicht, da kriege ich keinen Hunger, aber. Aua! Kein Scheißviecher. Toll, er hat keine tollen Sachen, aber ich zack hier nochmal. Ja, jetzt kommen immer noch Wurmpenisse raus hier. Schuppen von Dagon. Oh, das war Dagon. Wer ist Dagon? Keine Ahnung, aber der hat Anhänger. Hm. Mich ärgert, dass ich das Vieh vorhin nicht behalten habe. Ja, das ärgert mich auch. Aber es müsste hier doch eigentlich noch liegen, oder? Ja, ich gucke. Ja, stimmt eigentlich. Das abgelegt hast, muss es hier ja eigentlich noch irgendwo liegen. Alter, nerv nicht, ey. Hm. Was ist. Ich sehe Feinsack oder so. Hm.
Schade. Oh, hier ist ein Sack. Warte mal. Achso. Ich habe ganz viel verdorbenes Fleisch abgeworfen. Ja, super. Ja. Boah, Dagon, ist hier noch irgendwas bei dir? Ich sehe nichts mehr. Können wir in den nächsten Eingang gehen? Können ja auch nicht hüpfen hier, ne? Sieht ja so aus, als ob es nach oben geht, aber... Ja. Naja. Ja, mal schön mit euch, ihr Kleinen. Dann wird wieder geplanscht. Blub, blub. Was war das denn? Schädliches Gas. Ja, es hat sich ja irgendwie eine Falle gelöst oder so, als wir rausgegangen sind. Klang so, als ob eine Kette losgelöst wurde. Das kann auch einfach gerade meine Fackel gewesen sein, die kaputt gegangen ist. Ah, oder das, ja. Das ist das letzte auf der linken Seite hier, ne? Ich glaube... Schön mit dieser Atemmaske. Von dem ganzen Schwimmen kriege ich irgendwie Bock auf Bier. Haben wir noch Bier? Nee, ne? Keine Ahnung. Ich guck mal kurz was. Okay, ich habe nur mal die Zeit gecheckt. Ja, ich glaube, die Höhle machen wir noch. Okay. Pass auf, dass jetzt die längste Höhle ist. Die Höhle mit dem Dungeon. Scheint wirklich so zu sein. Sonst machen wir doch vielleicht einen kleinen... Umpa Lumpa. Hiya. Hallo. Kann man euch von hier beschießen? Wie? Huch! Warte nochmal, nicht bewegen. Nee. Kann ich den Pfeil wieder aufheben? Nee, ist kaputt. Kaputt. Hungernder Gefangener. Mach mal Tür auf. Ja, mach mal Tür auf. Oh, geht nicht. Schade. Wir haben da Kisten drin. Ja, recht. Vielleicht gibt's da noch einen anderen Weg rein. Links oder rechts? So links Hebel. Oder rechts? Rechts oder links? Wir fangen immer links an, im Uhrzeigersinn. Oh, Fischi. Oh, der ist aktiv. Und hat eine Axt. Ah, da kommt ja endlich mal jemand. Wer ist das? Nein, nein, weil ich E gedrückt Imhotep. Habe. Was? Nein, nein, kommst du her. Drücke hier mit E, ich beordere dich hierher. Bewege deinen Arsch hierher. Nein, nein. Super. Das sieht nach giftigem A. Oh, da ist noch einer. Oh, der hat sogar einen Bogen. Also die hier finde ich irgendwie langweilig. Die anderen sahen ein bisschen fischig aus. Und der sieht so... Ja. Weiß nicht aus. Oh, der ist jetzt bei den Gefangenen drin. Greif. Upsi. Ja, der Gefangene kam gerade fast raus. Ja, nach links. Ja, ne? Pass auf, es gibt bestimmt irgendeinen Schalter, dann können wir alle Türen öffnen. Möglich ist das. Die halten hier normale Menschen gefangen, das ist ja gemein. Tja. Helf doch mal, der Insasse. Hey, ja, machen sie auch, cool. Ich dachte gerade, das wäre einer von meinen. Nee, aber... ist reingeglitscht. Ich habe hier leider noch keinen... Schalter oder so gesehen. Ich habe immer noch kein Nein-Nein. Nein-Nein ist doch ach, hier. Ja. Wo ist jetzt Imhotep? Der ist ja reingeglitscht. Na gut, dann kommt er wieder rausgeglitscht. Hoffe ich. Wenn ich den hier angreife. So ganz helle sind diese Viecher aber auch nicht, ne? Sie haben Schwert und Schild, aber denken noch nicht mal an eine Rüstung nach. Na. Oh, das Licht geht an. Das ist ja wirklich hier ein Dungeon. Das war ein Scherz vorhin.
noch mehr Fischkrittel hier. Oh. Und Peniswürmer. Ich mag keine Peniswürmer. Peniswürmer sind nervig. Aua, Peniswürmer. Sie penetrieren mich. Geht weg, ihr Schweine. Ihr Kittigits. Oh nein, nein, ist wieder da. Imhotep, ja. Spätestens, wenn wir aus dieser Stadt raus sind, kommt Imhotep wieder, glaube ich. Mit Ea hast du es auch schon versucht, ja? Nein, auf die Idee bin ich noch nicht. Ich frag doch nur, Mathilde. Nein, doch. Oh. Mein Kaposalle. Verdammt. Oh, guck mal. Was denn? Wer liegt denn da? Ein Toter. Hallo. Oh, das leuchtet. Sieht unschön aus. Spring mal vor und sag, was passiert. Trau mich aber nicht. Schnick, schnack, schnuck. Aber ohne Brunnen. Du hast Emotep-Diste dabei. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Nein, nicht dreimal. Ich hatte Stein, sie hat Schere. Los, runter. Hopp, hopp. Und? Aua. Nochmal tiefer. Hopp, hopp. Ah, verdammt, ich habe versucht, an der Wand irgendwie lang zu glitschen. Also ich glaube, wenn du ganz runterspringst, dann brichst du dir das Genick. Ja, das, aber vielleicht kann man sich ja an dem Seil oder so festhalten. Das glaube ich auch. Ich habe immer so versucht, an die Wand zu kommen. Ja, ich auch. So, jetzt muss ich mich erstmal heilen. Ja, das ist echt böse hier. Aber wir sind schon fast da. Da sind noch mehr Leuchtidioten. Ja, ja, ich muss mich aber erstmal heilen. Ich bin noch gar nicht ganz unten. Ach so. Oh, oh. Das letzte sieht nach Aua aus, du. Oi, da sind zwei so eine... Oi, ei. Ja, und ganz viele von diesen kleinen Leuchtekristall. Kann ich schon ein bisschen von hier vielleicht abschießen? Kannst versuchen. Ich versuch mal den unten rechten hier. Oh, geht nicht. Schade. Ich bin übrigens erst zu hell. Oh, warte, ich habe doch Heilpfeile mit. Oh ja, gönn uns mal ein. Wollen wir doch einen Break machen? Ja, würde ich auch sagen, bevor wir da in den Kampf gehen, machen wir einen Break. Wir heilen uns erstmal hier in Ruhe. Ich würde dann sagen, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like da, einen Kommentar da. Ansonsten, die es noch nicht getan haben, ein Abo da lassen. Abo ist ganz wichtig. Ansonsten haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau, wir sehen uns zur Mega Blub Blub Kampffolge. Okay. Bis dann. Ciao. Ciao.